Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeigen wir euch, wie ihr in Luminar 3 ganz einfach eine Fotokollage erstellen könnt. Der eine oder andere von euch erinnert sich bestimmt noch, in unserem Video Fotografieren bei trübem Wetter hatten wir ja versprochen, dass wir euch zeigen, wie man in Luminar 3 so eine Fotokollage erstellt. Da hatten wir ja unsere Bilder so präsentiert und jetzt haben wir uns mal hingesetzt und haben solche Raster für euch erstellt. Die könnt ihr jetzt kostenlos auf unserer Seite downloaden. Den Download-Link, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie das jetzt genau funktioniert, wie ihr eure Bilder in dieses Raster reinbekommt, so dass es am Ende auch gut aussieht, das zeigen wir euch jetzt hier. So, ich bin jetzt hier mal direkt drin in der Bibliothek in Luminar und hier seht ihr praktisch die Collage-Vorlagen, die wir euch zum Download bereitgestellt haben. Ich habe mir die hier in zwei Ordner gepackt, einmal Rahmen, die man nutzen kann bis zu einer Größe von 30 cm und einmal noch die gleichen Rahmen, die ihr dann nutzen könnt bis zu einer Bildgröße von 60 cm. Wenn ihr dann noch größere Bilder machen wollt, dann müsstet ihr euch die Rahmen selber hochskalieren, aber wir dachten, das sind so zwei Formate, die ganz gut handelbar sind und ich denke, damit werden die meisten von euch auch klarkommen erstmal. Ja, für mich reichen jetzt natürlich die kleinen Rahmen hier bis 30 cm und ich möchte mal beginnen mit dem Bild, was ihr vielleicht noch aus unserem Video kennt, mit der Bildcollage und zwar mit diesem bunten Regenschirm. Da haben wir das ja mit so einer Vorlage hier gemacht, deswegen rufe ich mir die auch direkt mal auf. Ich habe jetzt hier auch Presets, Filmstreifen, alles ausgemacht, damit wir das hier schön groß sehen können. Und dann wechsle ich jetzt auch mal in den Bearbeiten-Modus. Meine Filterpalette ist auch geleert, die würde jetzt nur ablenken. Und was ihr vorher schon erledigt haben solltet, ist, die Bilder, die ihr für eure Collage hier in diesen quadratischen Formatvorlagen nutzen wollt, dass ihr die auch schon in ein quadratisches Format vorher bringt. Denn sonst macht das die Sache hier unnötig kompliziert, denn ihr müsstet dann darauf achten, dass sich die Bilder nicht gegenseitig überlappen. Also am besten ist vorher einfach in Quadrate beschneiden die Bilder und dann geht das eigentlich ganz einfach und schnell und ich zeige euch jetzt wie. Also als erstes brauchen wir eine neue Bildebene und da suche ich jetzt mal den Ordner, wo ich jetzt hier schon die Bilder vorbereitet habe dafür und ich starte jetzt einfach mal mit einem Foto und zwar diesem. So, und dann seht ihr, dadurch, dass das auch Quadrate sind, die Bilder, werden die jetzt hier auch gar nicht verzerrt, weil meine Formatvorlage ist auch quadratisch. Das heißt, das, was wir bei den Rahmen immer machen mussten, nämlich das Bild hier vorher bei der Bildzuordnung auf Einpassen stellen, das können wir uns hier sparen, weil die Formate identisch sind. So, jetzt muss ich aber nur noch auf Werkzeuge gehen und mir mein Freitransformieren-Werkzeug holen. Ihr könnt das dann auch, ne, das werde ich jetzt auch bei den nächsten Bildern machen, einfach über Command T, beziehungsweise die Windows-User, die müssten dann einfach Steuerung T nehmen. Und dann könnt ihr das Bild hier frei transformieren. Wir wollen es aber gar nicht frei transformieren, deswegen klicken wir hier das Schloss zu, damit das Format gleich bleibt und dann ist eigentlich egal, wo ich ziehe und das Bild verkleinere. Ich muss eben nur in etwa auf dieses Kantenmaß kommen, dass das hier reinpasst. Ja, und dann könnt ihr im Prinzip hier den Ort frei wählen und ich glaube, das Bild möchte ich erstmal hier unten in der Ecke haben. Ne, ihr könnt das jetzt hier mehr oder weniger genau einpassen. Ihr merkt das schon, ich mache das jetzt gar nicht so ganz genau. Ne, dann würde man jetzt wahrscheinlich erstmal denken, oh, dann ist ja der Rahmen hinterher immer unterschiedlich. Wir wenden aber dann einen Trick an. Wir benutzen zwar das hier schon mal als Raster, damit wir ungefähr wissen, wo die Bilder hingehören und wie groß sie sein müssen. Außerdem brauchen wir eben so eine große Vorlage, damit wir die Bilder darauf frei
bewegen können. Aber dann legen wir das gleiche Raster nochmal drauf und dann haben wir wieder saubere Ränder. Aber da kommen wir noch zu. So, erste Bild ist eingepasst. Ich bestätige das mal mit OK, beziehungsweise kann hier oben auch auf Fertig klicken. So, dann klicke ich hier wieder auf das Plus und hole mir die nächste neue Bildebene dazu. Ich nehme jetzt mal dieses. Und auch das mache ich jetzt mit Command-T bzw. Steuerung-T einfach. Skaliere ich einfach runter. Jetzt bleibt das Schloss auch zu, wie ihr seht. Also wenn ich das einmal hier jetzt anwende, und das möchte ich hier ganz gerne hier oben in der Ecke haben, da ziehe ich mir das schon mal hin. Dann mache ich mir das ungefähr so auf diese Größe, so in etwa. Und dann bestätige ich auch das Bild. Ja, und weiter geht das. Neue Bildebene einfügen. Ich hole mir jetzt hier das nächste Bild. Und zwar dieses hier. Das möchte ich auch öffnen. Und auch das transformiere ich mir wieder runter. Und das soll auch hier oben in die Ecke. Aber das Bild möchte ich mir ganz gerne noch spiegeln, damit dieser Schirm hier draußen die Ecke so ein bisschen zumacht. Und das kann ich jetzt auch einfach hier tun. Ich klicke auf horizontal spiegeln und dann ist das Bild einfach gespiegelt. Das geht natürlich bei Bildern, die keine Schrift haben, sehr gut. Sobald da Schrift im Bild ist, dann wird es schwierig. Dann würde ich das auch nicht machen. So, und dann hole ich mir schon das nächste Bild dazu. Genau, diesen Schirm, den öffne ich mir mal. Und auch den möchte ich natürlich transformieren. Und zwar möchte ich den hier in der Mitte haben. Aber auch den, weil jetzt würde der so ein bisschen rausgucken hier aus dem Bild, auch den möchte ich gerne noch spiegeln, dass der eben auch reinschaut ins Bild. Genau, ihr seht, das Bild wächst und gedeiht, es fehlen mir nur noch zwei. So, ich hole mir die nächste neue Bildebene dazu, kann ja nur noch die sein. So, die öffne ich mir auch, die soll hier oben in den Himmel, weil da der Schirm so schön fliegt. Auch die transformiere ich mir runter. Ich drücke jetzt immer praktisch Command-T bzw. wie gesagt Steuerung-T für Windows-User. Und dann komme ich direkt in diesen Transformieren-Modus rein. Und jetzt fehlt mir nur noch mein großer Schirm hier für die Ecke, damit ich so einen richtig schönen bunten Eyecatcher habe. Und den öffne ich mir jetzt auch noch als letztes. Da ist er, Schirm. Und auch den transformiere ich mir runter und hier wird das ganz leicht, denn der soll ja da unten in die Ecke, da brauche ich den jetzt im Prinzip auch nur so ein bisschen reinziehen. Und ihr seht, jetzt habe ich die Bilder fertig angeordnet, aber jetzt sehen eben alle Ränder so ein bisschen kruckelig und unsauber aus. Und das wäre auch relativ langwierig und anstrengend, sage ich mal, die Bilder da genau einzupassen, dass sie hundertprozentig in diese Rahmen passen. Deswegen hole ich mir jetzt einfach nochmal in einer letzten Aktion eine neue Bildebene und da dann eben wieder diesen Rahmen auch. Und da hatte ich mir ja den genommen. Den könnt ihr im Prinzip auch euch so hindrehen, wie ihr den gerne haben möchtet. Ja. So, und ihr kennt das ja schon aus unserem Rahmenvideo, das verlinken wir euch hier auch gerne nochmal, dass ihr jetzt diese Füllmethode hier eben auf Abdunkeln oder Multiplizieren stellen müsst, wenn ihr einen schwarzen Rahmen haben wollt. Wenn ihr jetzt einen weißen Rahmen drumherum haben möchtet, dann gibt es zwei Möglichkeiten, den jetzt zu invertieren, diesen Rahmen. Entweder einmal mit unserem Preset, wenn ihr euch das schon downgeloadet habt, ne, das seht ihr hier, das ist dieses Invertieren-Preset, dann wird der Rahmen einfach umgedreht und dann muss ich das Ganze hier auf aufhellen oder negativ multiplizieren stellen. Wenn ihr nicht mit diesem Preset arbeiten möchtet, dann gehe ich jetzt nochmal ein zurück hier auf den schwarzen Rahmen, dann könnt ihr euch auch einfach hier auf diese Ebene mit dem Rahmen, der oben drauf liegt, den Filter Kurven aufrufen. Den findet ihr hier bei den Professional Filtern.
und diese Kurve einfach komplett umdrehen. Also die Lichter ganz runterziehen und die Tiefen ganz hoch. Und dann passiert genau das Gleiche. Der Rahmen ist komplett invertiert und dann kann ich hier auch wieder auf Aufhellen klicken oder auf Negativ multiplizieren. Das ist das Gleiche. Dann habe ich einen weißen Rahmen drumherum. Es ist im Übrigen jetzt auch so, wenn ihr hier an den einzelnen Bildern noch was verändern wollt, wenn ihr jetzt seht, hier ist irgendwas angefressen am Rand, was ich so nicht haben möchte, dann könnt ihr hier immer wieder auf die einzelnen Bilder draufgehen, zum Beispiel jetzt hier auf das, was oben in der Mitte ist, ja, und könnt auch da wieder sagen, transformieren. Und dann könnt ihr hier nochmal irgendwas verändern, größer, kleiner ziehen, das nochmal anders hinschieben, wie ihr das haben wollt. Und dann könnt ihr das wieder bestätigen und dann geht ihr einfach wieder auf die oberste Ebene und dann ist das eben korrigiert in der Form. Wenn ihr jetzt abschließend mit eurem Bild komplett fertig seid, ja, dann müsst ihr aber unbedingt noch eine Sache tun und zwar müsst ihr die Ebenen zusammenführen. So, das könnt ihr auf zwei unterschiedliche Art und Weisen tun. Einmal könnt ihr hier auf euer Ebenenreiter gehen und die Ebenen alle zusammenführen. Das dauert dann einen ganz kleinen Augenblick, dann rechnet er alle Ebenen zusammen. Und es bleiben am Ende zwei Ebenen übrig. Und zwar, wie ihr hier seht, einmal eine zusammengeführte Ebene und sozusagen euer Hintergrundbild. Ja, das ist ganz wichtig, denn wenn ihr jetzt die Datei einfach so abspeichern würdet oder Luminar schließen würdet und das nächste Mal wieder öffnen würdet, dann würden die Bilder alle invertiert dargestellt. Ja, also ganz wichtig, ihr müsst dieses erarbeitete Bild praktisch auf eine Ebene zusammenführen. So, ich mache das jetzt nochmal ganz kurz rückgängig, sodass ihr wieder alle Ebenen seht bei mir. Und jetzt zeige ich euch die zweite Möglichkeit, wie es auch noch geht. Ihr könnt auch hier auf das Plus-Symbol gehen, ja, für Ebene erstellen und eine neue Verbundebene erstellen. So, ihr seht das, dann wird wieder eine neue Ebene gemacht. Darauf sind jetzt alle Ebenen, die hier drunter sind, zusammengeführt. Das ermöglicht es euch auch, das Bild einfach abzuspeichern oder auszudrucken. Der Vorteil ist hierbei auch noch, dass ihr eben im Zweifel, wenn ihr das Bild wieder öffnet in Luminar, habt ihr hier noch alle Einzelebenen vorliegen. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr das bitte macht, wenn ihr die Datei so in der Form erhalten wollt, wie ihr die jetzt hier seht. Ihr könnt euch bei dieser Vorlage natürlich dieses große Quadrat hindrehen, wo ihr wollt. Das müsstet ihr dann nur natürlich ganz am Anfang entscheiden. Ich gehe nochmal hier zurück auf meine Originaldatei und dann müsstet ihr euch das hier zum Beispiel über den Transformieren-Befehl dann eben das Bild entsprechend so hindrehen, wo ihr das Quadrat haben wollt. Ne? Ihr seht das, ihr könnt das in jede Ecke verfrachten. Ja? Also da findet sich mit Sicherheit für jeden das richtige Beispiel. Nur das müsst ihr eben am Anfang entscheiden und dann das Bild eben entsprechend so aufbauen. Ja? Ihr könnt dann aber das Raster, was ihr am Ende drauflegt, dann auch am Ende so dann drehen und auch drauflegen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach das Ganze nochmal mit so einem Neunerbild und unseren Farbklecksen. Das kennt ihr ja auch noch aus dem Video, aber das lasse ich jetzt einfach mal ganz schnell durchlaufen, damit ihr nochmal so in schneller Abfolge seht, wie das Ganze dann vonstatten geht.
So, und ihr seht, auch das Bild ist jetzt fertig. Und jetzt möchte ich hier nochmal eine Besonderheit zeigen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel entschließen würde, dieses Bild doch größer zu zeigen, hier in der Mitte, dann müsste ich eben auf diese entsprechende Ebene gehen und kann dann das Bild natürlich auch größer skalieren mit den Rosen. Das möchte ich eigentlich hier formatfüllend in der Mitte haben. Ich mache hier nochmal das Schloss an, damit das im Quadrat bleibt. Ja, also das möchte ich hier eigentlich richtig groß haben in der Mitte. So zum Beispiel, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. So, dass die Rosen hier eben ganz formatfüllend in der Mitte sind. So, dann bestätige ich das nochmal. Aber jetzt müsste ich eben diese Ebene ganz nach unten tun, also auf das untere Raster, ja, und dann kann ich jetzt hier wieder auf meine oberste Ebene, und das wird ja jetzt durch alle anderen Bilder dann abgedeckt, und dann kann ich das eben auch ein bisschen größer zeigen. So, jetzt muss ich dann nur noch mein Raster wieder oben drauflegen. Das mache ich jetzt hier mal wieder über eine neue Bildebene. Ich rufe mir das mal eben auf hier. Ja, und dann muss ich wieder nur diese Füllmethode auf zum Beispiel multiplizieren stellen, und dann seht ihr, dann sieht das Ganze eben wieder sehr schön sauber aus. Und auch das möchte ich, glaube ich, obwohl schwarz-rot sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich denke mal, es sieht freundlicher aus, wenn ich das Ganze in weiß zeige. Ich gehe mir hier nochmal auf meine Professional Filter und rufe mir die Kurven auf, und dann invertiere ich das Ganze und stelle die Füllmethode wieder auf Aufhellen, und dann habe ich das Ganze in Weiß. Ja, doch, es sieht auch besser aus in Weiß. So, und auch hier denkt bitte unbedingt daran, wenn ihr das Bild so erhalten wollt, es zum Beispiel eben auch so exportieren wollt, um es printen zu lassen oder es zu verschicken oder zu posten, dann bitte unbedingt entweder alle Ebenen zusammenführen hier auf dem Ebenenreiter oder aber hier auf das Plus nochmal und eine neue Verbundebene erstellen. Ganz wichtig, das vergesst bitte nicht. Ja, das war jetzt unser Video, was wir ja schon in dem Video Fotografieren bei schlechtem Wetter angekündigt hatten, zum Erstellen so einer Fotokollage. Diese Vorlagen, einmal dieses 9er-Gitter, dann ein 4er-Gitter und ebenso ein 6er-Gitter mit einem großen Quadrat, die findet ihr, wie gesagt, als Download auf unserer Website, die ich euch hier unten in der Videoinformation verlinke. Und dann hoffe ich, dass euch auch das Video wieder gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich immer über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne auch diesen Kanal. Das unterstützt uns natürlich weiterhin in unserer Arbeit. Und dann sehen wir uns auch bestimmt bald wieder. Bis dahin, euer René.